Und damit herzlich willkommen zur ersten Undecember News hier auf diesem Kanal. Morgen steht das nächste Content-Update an und wir wollen uns mal anschauen, was es alles Neues gibt. Wie immer gibt es hier die Infos kurz und kompakt mit etwas Hintergrund-Gameplay aus Undecember. Als erstes wird es einen neuen Raid geben, den sogenannten Descent Raid, und diesen könnt ihr ab der Stufe 80 betreten und ausgelegt ist dieser Raid für 8 Spieler. Dies wird ein spezieller Raid sein, den ihr nur zu einer bestimmten Tageszeit betreten könnt, und als Belohnung winkt unter anderem ein Runenstein der Stufe 100. Durch das Besiegen des Bosses in diesem neuen Raid kann es auch extra Belohnungen geben, diese sogenannten Damage und auch Clear Rewards. Ebenso neu sind die sogenannten Schattenspiegelscherben, die ihr sammeln könnt, bis euer Schattenspiegel voll ist, und dafür wird es dann entsprechende Belohnungen geben, welche wird man dann morgen nach dem Update sehen können. Diese Schattenspiegelscherben bekommt ihr praktisch überall als Drops und natürlich auch in dem neuen Raid. Auch neu sind die Runengravur und Erweckensfunktion. Diese beiden neuen Funktionen werden Pauline, also der Verzauberin, hinzugefügt. Mit der Runengravur zum Beispiel könnt ihr Erweckenssteine erhalten. Dafür braucht ihr allerdings auch Gravursteine und damit könnt ihr dann die Option Runen erwachen auf eine Level 30 legendäre Rune anwenden bzw. hinzufügen. Und dafür gibt es dann für viele Skill- und Verbindungsrunen, und damit meine ich nicht die Brückenrunen, eigene Erweckensoptionen, also sogenannte Boni, wovon dann eine per Zufall angewendet wird. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine garantierte Gravur zu bekommen, ähnlich wie beim Craften. Dafür braucht ihr dann aber wieder ein sogenanntes Siegel der Gravur, und dieses Siegel wiederum bekommt ihr in den Chaos Dungeons. Für die ganzen Optionen, die es geben wird, gibt es entsprechend eine lange Liste, die ich euch in der Videobeschreibung verlinke, wo ihr euch ganz in Ruhe anschauen könnt, welche Optionen es für welche Skill- und Linkrunen geben wird. Was auch natürlich in diesem Update dabei ist, sind kleine Anpassungen. Zum Beispiel beim Runenritter, der etwas mehr Bewegungsgeschwindigkeit bekommt, sowie eine höhere Basis-Monstererkennungsreichweite. Und ganz wichtig, die Portale, die ihr durchlauft, um zu einem Bosskampf zu gelangen, also auch im Raid zum Beispiel, werden nun nur noch eine bestimmte Zeit nach Beginn des Kampfes betretbar sein. Das könnte ein wichtiger Punkt sein, da viele immer gleich reinrennen zum Bosskampf und manche etwas hinterherhängen. Da also bitte immer pünktlich sein, ansonsten könnt ihr dieses Portal nicht mehr durchlaufen und dann wahrscheinlich auch im Bosskampf nicht mehr teilnehmen. Und dann gibt es natürlich auch wieder neue Sachen für den Shop, die nicht fehlen dürfen. Darunter zum Beispiel 2 neue Skinsets, ein neues Pad, ein neues Portal als Skin sowie 6 neue Arten von Schritteffekten. Diese seht ihr im Prinzip beim Laufen als eine Art Schweif hinter eurem Charakter mit verschiedenen Effekten. Allerdings finde ich persönlich diese Effekte zwar geil, aber doch recht teuer mit 400 Diamanten pro Effekt. Anschauen könnt ihr euch diese ebenso unter der verlinkten Seite in der Videobeschreibung. Es wird jedoch auch ein sogenanntes Black Friday Rabatt Event geben, wo ihr viele Dinge zu ermäßigten Preisen bekommen könnt, und dieses Event geht dann vom 23.11., also von morgen, bis zum 14.12. Und das sind die Sachen, die morgen mit diesem Update hinzugefügt werden, also eine ganze Menge, wie man sehen kann. Ich hoffe, euch hat diese Zusammenfassung wieder gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben fürs Video, das wisst ihr. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst gerne mal ein Abo da und aktiviert die Glocke dazu, damit ihr auch keines der nächsten Videos mehr verpasst und natürlich immer eine Benachrichtigung bekommt, sobald hier ein neues Video online geht. Und ich sage jetzt erstmal wieder danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.